Leute, mein Name ist Epic Stan und mit dabei ist heute Katja. Hallo! Und schau mal, Katja, wir testen heute 16 Mythen! Das wird so cool. Ja, wir haben hier den ersten Mythos, dann kommt wieder der zweite, der dritte und der vierte. Und wir werden testen, ob diese Mythen stimmen oder nicht. Okay, dann würde ich sagen, wir starten hier beim ersten Mythos. Und schau mal, Katja, wir haben hier eine kleine Mine und hier haben wir Spitzhacken. Und der erste Mythos, den wir testen, ist nämlich, wenn wir uns gerade runterbauen, ob wir in Lava runterplumpsen. Okay, bist du bereit? Ja, bin ich. Und ich baue mich gerade nach unten durch. Bin sehr gespannt, ob ich jetzt in Lava reinplumpse oder nicht. Dann geht es hier noch weiter. Bis jetzt sehe ich hier auf jeden Fall noch keine Lava. Oh oh. Hier ist auf jeden Fall ein bisschen Eisen. Zack, 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 zack. Wir sind jetzt auf jeden Fall schon auf Höhe minus 5. Und bis jetzt ist hier noch keine Lava. Wir konnten uns einfach gerade durchbuddeln. Ich bin sehr doll gespannt. Oh, hier ist eine kleine Höhle, aber auch keine Lava. Bei dir ist Lava, Katja, bei dir ist Lava. Und bei mir nicht. Was ist denn da los? Oh nein. Und hier ist Bedrock. Und... oh nein, du bist durch die Lava weggeschnetzelt. Wow. Aber bei mir war keine Lava. Sehr cool. Und dann geht's hier weiter zum zweiten Mythos. Und zwar, wenn wir dem Fuchs hier ein Totem of Undying geben, dann hat er das hier vorne in seiner Schnauze. Ah. Und wenn wir den Fuchs jetzt wegschnetzeln, müsste er wieder respawnen. Denkst du, der Mythos ist wahr oder nicht wahr? Denke ich, dass es wahr ist. Epic, du hast es schwer. Du kannst ihn wegschnetzeln. Ja, ich glaube, dass der Mythos nicht wahr ist. Okay, ich Fuchs wird weggeschnetzelt. Ja! Es klappt tatsächlich! Er ist einfach wieder gespawnt. Er hat ein zweites Leben durch das Totem of Undying. Das ist so cool. Der zweite Mythos hat wirklich so gut geklappt. Okay, dann kommen wir hier zum nächsten Mythos. Und Katja, der Mythos besagt, wenn wir von richtig doll weit oben runterfallen auf gefüllte Cauldrons, dass wir dann dort kein Falldamage bekommen, weil in den Cauldrons Wasser drin ist. Okay, da unten haben wir 6 gefüllte Cauldrons und du kannst als erstes testen. Klappt es? Nein. Moment mal, ich spring auch nochmal runter. Ich wusste, und dass es nicht klappt. Es klappt nicht. Dann geht's hier weiter zum nächsten Mythos. Und der Mythos besagt, dass man mit einer Steinspitzhacke Lapis Lazuli abbauen kann. Oh, das weiß ich gerade gar nicht. Denkst du, das funktioniert? Nee, ich glaube eigentlich mit einer Eisenspitzhacke. Okay, ich bin gespannt. Hier haben wir auf jeden Fall 2 Steinspitzhacken. Schau mal, ich gebe dir auch eine, Katja. Und jetzt können wir mit der Steinspitzhacke das Lapis Lazuli abbauen. Und es klappt tatsächlich. Das hätte ich niemals gedacht. Das stimmt, das ist so cool. Wir können einfach Lapis Lazuli mit der Steinspitzhacke abbauen. Das ist so nice. Der fünfte Mythos-Kater besagt, dass ein Schildkrötenei genau gleich aussieht wie ein Diamant von der Form. Dass die exakt selbe Form haben, nur vom Aussehen ein bisschen unterschiedlich sind. Hier haben wir ein Schildkrötenei und ein Diamant. Und guck mal, Kater, wenn wir die genau nebeneinander legen, sehen die von der Form exakt gleich aus. Nur halt vom Design ein bisschen anders. Du hast einfach recht. Das ist einfach komplett gleich. Das stimmt. Das ist so cool. Okay, das bedeutet, der Mythos stimmt auch. Ein Diamant hat die exakt selbe Form wie ein Schildkrötenei. Bei Mythos 6, Kater, können wir überprüfen, ob wir unter Wasser essen können. Da bin ich sehr doll gespannt. Ich glaube, man kann nicht unter Wasser essen. Ich weiß es nicht. Hier haben wir auf jeden Fall eine kleine Kiste mit ein bisschen was zum Essen. Okay, bist du bereit, Kater? Oh, ja. Wir können unter Wasser essen, tatsächlich. Es funktioniert. Oh, wie cool. Okay, das bedeutet, der Mythos stimmt auch. Man kann unter Wasser essen. Dann geht es hier vorne weiter zu Mythos Nummer 7. Und dieser Mythos besagt, dass man an der World Border mit einem Piston einen Half Slab gegen die World Border drücken kann und dieser Block nicht mehr abgebaut werden kann. Wir befinden uns jetzt hier an der World Border. Hier mit dem Piston und hier den Slab. Schau mal, Karte. Dann haben wir hier auch eine Spitzhacke und einen Button. Der Button wird hier an dem Piston platziert und der Piston sollte den Slab jetzt hier in die World Border reindrücken und dadurch sollte der Slab unzerstörbar sein. Okay, möchtest du mal drücken? Ja. Und das klappt ja gar nicht. Ist er unzerstörbar? Nicht durch. Nee, stimmt. Der Piston kann ihn nicht nach vorne durchdrücken. Das bedeutet, der Mythos stimmt nicht. Dann kommen wir zum nächsten Mythos. Mythos Nummer 8. Und der Mythos besagt, dass wir von ganz vielen Kühen auf einem Fleck mit der Elytra nach oben geschleudert werden und somit richtig cool mit der Elytra starten können. Hier haben wir auf jeden Fall das Loch für die Kühe. Dann hole ich mir ein paar Kühe hier raus insgesamt. Natürlich auch die Elytra. Die kann ich schon mal anziehen. Gott. Die Kühe kommen jetzt hier auf jeden Fall rein. Wir haben jetzt hier wirklich super doll viele Kühe. Und wenn ich jetzt hier mit der Elytra reinspringe, werde ich nach oben geboostet.
Nein, das klappt nicht. Oh, ein bisschen. Doch. Ganz, ganz bisschen klappt es. Man wird nicht so stark rausgeschleudert, aber ein ganz kleines bisschen klappt es schon. Dann geht's hier weiter zu Mythos Nummer 9. Und der Mythos besagt, dass Lamas nur 10 Blöcke maximal weit spucken können. Ich glaube, der Mythos stimmt nicht. Ich glaube, die können weiter spucken. Oh, doch. Ich glaube, der stimmt tatsächlich. Okay. Ich mache dem Lama auf jeden Fall ein bisschen Damage. Ich stehe jetzt 2 Blöcke entfernt und spuckt es mich an. Ja, okay. 2 Blöcke spuckt es mich an. Dann teste ich es mal von 5 Blöcken. Okay, spuckt das Lama mich jetzt an. Ich mache wieder ein bisschen Damage. Und ja, 5 Blöcke kann es auch weit spucken. Dann schaue ich mal, ob es 9 Blöcke weit spucken kann. Und ja, das Lama hat mich getroffen. Ich stelle mich jetzt mal auf den 11. Block. Mal sehen, ob das Lama mich jetzt auch abspucken kann. Das ist richtig, richtig doll weit weg. Oh! Tatsächlich! Kann das Lama mich hier hinten auch abspucken? Hier hin. Ja, es hat mich sogar getroffen. Das Lama kann weiter als 9 Blöcke auf jeden Fall spucken. Sogar weiter als 10, sogar weiter als 11. Das Lama kann so weit spucken. Damit stimmt der Mythos. Sehr cool. Dann geht's hier weiter zum 10. Mythos. Und der Mythos besagt, Kater, wenn man ganz still steht, dass ein Skelett einen dann immer trifft, dass das Skelett kein einziges Mal daneben schießt. Ich glaube, der Mythos stimmt nicht. Okay, wir haben hier auf jeden Fall unser Skelett. Wir können uns hier ausrüsten. Zack, 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 zack. Das ziehe ich alles an. Das bedeutet, Kater, ich stelle mich einfach mal hier neben das Skelett dran und bewege mich ganz und gar nicht. Denkst du, das Skelett trifft einmal nicht? Nee, ich glaube, es trifft die ganze Zeit. Es trifft. Ja, es trifft wieder. Bis jetzt hat es noch kein einziges Mal daneben geschossen. Es trifft wieder. Ich glaube, Kater, der Mythos stimmt. Wenn man stillsteht, trifft das Skelett jeden Pfeilschuss. Das ist richtig. Oh, es hat nicht getroffen. Es hat nicht getroffen. Oh, was? Der Mythos stimmt nicht. Es hat über mich hin drüber weggeschossen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es hat wieder nicht getroffen. Okay, das bedeutet, der Mythos stimmt nicht. Wenn man stillsteht, kann das Skelett trotzdem daneben schießen. Dann geht's weiter zu Mythos 11. Der Mythos sagt, dass man mit 15 Bücherregalen schon das maximale Level verzaubern kann. Hier haben wir den Enchantment Table und wir haben hier ein paar Level und die 15 Bücherregale. Ich gebe mir noch ein paar mehr Level. Ohne Bücherregale können wir auf jeden Fall bis Level 8 verzaubern. Okay, dann platziere ich jetzt hier einmal drumherum 15 Bücherregale und laut dem Mythos müssten wir damit auf Level 30 verzaubern können. Okay, ich bin sehr gespannt. Hake kommt hier hin. Tatsächlich, wir könnten auf Level 30 verzaubern. Sehr gut. Mit Glück 3 auf der Hake? Wie cool ist das denn? Okay, das bedeutet, der Mythos stimmt auch. Dann geht's weiter zu Mythos Nummer 12. Und der Mythos besagt, Kasha, dass wenn Hexen in Lava stehen, sie von der Lava nicht weggeschnetzelt werden. Dann haben wir hier auf jeden Fall eine Hexe und ganz viel Lava. Die hole ich hier alle raus. Die Lava wird hier platziert. Die Hexe wird mitten rein platziert. Sie brennt. Und heilt sie sich? Die arme Hexe wurde ja richtig doll schnell weggeschnetzelt. Okay, aber das bedeutet, der Mythos stimmt auch nicht. Und Epic, beim nächsten Mythos geht es um Endermänner, dass die einen durch Glas nicht sehen können. Hier haben wir auf jeden Fall ein paar Endermänner in einem Glaskasten. Und wenn wir die jetzt anschauen, tatsächlich passiert nichts. Die greifen uns nicht an, weil die uns nicht sehen. Das ist ja richtig, richtig doll cool. Dann geht's weiter zu Mythos Nummer 14. Und dieser Mythos besagt, dass Katzen kein Falldamage bekommen. Und ich glaube, dass dieser Mythos stimmt. Okay, ich platziere hier eine kleine Katze. Und wenn wir die hier ein bisschen schubseln. Oh, bekommen die kein Falldamage tatsächlich. Nein, gar nichts. Und nächste Katze, bitte. Tatsächlich, der Mythos stimmt. Katzen bekommen kein Falldamage. Mythos 15 besagt, Katja, dass wir von ganz weit oben auf eine einzelne Wassermelone draufspringen können und kein Falldamage bekommen. Hier unten haben wir eine Wassermelone. Und Katja, ich springe jetzt mittig auf die Wassermelone drauf und ich bekomme Falldamage. Du bist dran und du bekommst das auch Falldamage. Ganz und gar nicht. Das bedeutet, der Mythos stimmt auf keinen Fall. Nein. Und wir kommen zum letzten, finalen, 16. Mythos. Wenn ein Evoker uns neben einem blauen Schaf angreift, verwandelt sich das blaue Schaf zu einem roten Schaf. Ich glaube, der Mythos stimmt nicht. Wir sind tipptopp doll gut ausgerüstet. Ich habe Angst. Oh, oh, hier haben wir die 2 blauen Schafe. Der Evoker wird hier platziert und färbt dir die Schafe um. Was ist da los? Oh, er ist umgefärbt, tatsächlich. Oh, wie cool. Er hat es einfach zu einem roten Schaf umgefärbt, das blaue Schaf. Oh, das zweite auch. Das ist ja ein so doll cooler Mythos. Und er stimmt. Der Evoker kann einfach blaue Schafe in rote Schafe verwandeln. Das ist wirklich absolut nice. Die verschiedenen Mythen haben mir wirklich super doll viel Spaß gemacht. Und Leute, wenn ihr noch mehr Mythen kennt, könnt ihr die richtig doll gerne in die Kommentare schreiben. Das war so cool.
Das war richtig nice. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kata vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.